Die bosnische Polizei bringt immer noch Flüchtlinge in das improvisierte Lager Vučak, obwohl es aufgelöst werden soll. Die rund 600 Bewohner des Lagers, 10 Kilometer außerhalb der nordwestbosnischen Stadt Bihac, sollen in den kommenden 3 Tagen in eine ehemalige Kaserne bei Sarajevo gebracht werden. Vučak erlangte durch seine schlimmen Zustände Zelte ohne feste Böden, fehlende Toiletten und keine Strom- und Wasseranschlüsse, fehlende Heizmöglichkeiten, zweifelhafte Berühmtheit. Das Camp hatte die Gemeinde Bihac im letzten Juni auf dem Terrain einer ehemaligen Mülldeponie eingerichtet, um den gestiegenen Andrang von Migranten und Flüchtlingen zu bewältigen, die in der Grenzregion zum EU-Land Kroatien feststeckten. EU-Offizielle pochten zuletzt auf die unverzügliche Schließung des Elendscamps. Wir werden regelmäßig Leute zu dem Lager in Blacuc bei Sarajevo transportieren. Nicht jeden Tag, denn das wäre zu teuer, aber wir werden regelmäßig Transporte organisieren. Das müssen wir. Die Grenze des EU-Mitglieds Kroatien ist jedoch 300 Kilometer von Sarajevo entfernt. Deswegen wollen viele der Bewohner in Vučak bleiben, ohne Toilette, Heizung oder Trinkwasser, aber mit der Hoffnung, sich über die nahe grüne Grenze weiter in die wohlhabenden EU-Länder durchzuschlagen.